Hallo, ich bin Projektheld und heute zeige ich euch 5 Gründe, warum ihr euch einen elektrischen Tacho einbauen solltet. Und ich will gar nicht lange rumlabern, los geht's mit dem ersten Grund, warum ihr euch einen elektrischen Tacho einbauen solltet. Ihr kennt sicher alle, die Tachonadel bei der Simson, die steht nicht unbedingt gerade still, die schwankt oft plus minus 5 km/h. Bei meiner Schwalbe schwankt sie sogar plus minus 10 km/h manchmal. Und auf das habe ich einfach keinen Bock mehr und deswegen kann man mit einem elektronischen Sensor, der mit einer hohen Frequenz ein Signal bekommt, eine schön kontinuierliche Geschwindigkeitsanzeige kreieren. Dann hat man eben das Zappeln von der Tachonadel nicht und weiß auch genau, wie schnell man fährt. Zweiter Grund, warum ihr euch einen elektrischen Tacho einbauen solltet. Der elektronische Tacho hat einen Kilometerzähler, wie jeder normale Tacho auch. Aber er hat zusätzlich noch 2 Tageskilometerzähler. Davon kann man einen super benutzen, um immer den Füllstand von seinem Tank genau im Auge zu haben. Weil wenn man einmal weiß, wie weit man mit einer Tankfüllung ungefähr kommt, dann kann man den immer nullen, wenn man gerade getankt hat. Und wenn man dann sieht, dass man schon wieder an der Grenze ist, dann weiß man, dass man besser wieder tanken sollte. Dritter Grund, warum ihr euch einen elektrischen Tacho einbauen solltet. Der elektronische Tacho hat gleichzeitig auch noch ein Drehzahlmesser verbaut. Das heißt, es ist quasi ein 2-in-1 Gerät. Ein Drehzahlmesser finde ich sehr sinnvoll, weil ich es einmal aus technischer Sicht sehr interessant finde, mit welcher Drehzahl der Motor gerade dreht. Und auch für Anfänger ist es ganz praktisch, dass sie einfach einen Überblick haben, wann sie schalten müssen. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch ein Vorteil. Der vierte Grund, warum ihr euch einen elektrischen Tacho einbauen solltet. Das kennt ihr bestimmt auch sicherlich alle. Und zwar die Tachowellen, die halten nicht immer so lange, die brechen immer mal wieder. Und da hatte ich auch in letzter Zeit ziemlich häufig irgendwelche Tachowellenbrüche und ich fand es immer ziemlich nervig, die auszutauschen. Besonders bei einer Schwalbe ist es eben nicht so einfach gemacht und muss man da so viel rumfummeln. Und der Vorteil ist, wenn man einen elektrischen Sensor verwendet, die gehen eigentlich nie kaputt. Das heißt, da hat man eigentlich das Ganze komplett wartungsfrei, muss keine Teile austauschen, kostet auch kein Geld mehr. Und zu guter Letzt, der fünfte Grund, warum ihr euch einen elektrischen Tacho einbauen solltet. Mir passiert persönlich relativ häufig, dass ich vergesse, die Blinker auszuschalten, weil ich einfach die Blinker nicht sehe. Der Lenker verdeckt die vorderen Blinker, die hinteren Blinker sieht man sowieso nicht. Dieser Tacho hat eine Blinkeranzeige, das gibt es auch bei manchen Simson-Tachos. Der Tacho, der hier verbaut war, hat es leider nicht und deswegen war das für mich auch ein Grund, den Tacho auszutauschen. Und weil es noch 4 andere Gründe für einen elektrischen Tacho gab, habe ich dann auch den genommen und habe darauf geachtet, dass er extra eine Blinkeranzeige hat, weil wenn es am Tacho angezeigt wird, dann vergesse ich es nicht mehr, den Blinker auszuschalten. Das ist bei meinem Motorrad genau dasselbe. Da sehe ich es auch immer direkt und dann mache ich den Blinker einfach wieder aus. So, das waren meine 5 Gründe, warum ich einen elektronischen Tacho verbaut habe. Falls euch noch mehr einfallen, dann schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare rein. Ihr könnt ja auch reinschreiben, ob ihr lieber so für die Originalteile seid und lieber die Sachen original lasst oder ob ihr auch offen seid für technische Neuerungen und auch gern sowas in eurem Moped einbaut und was ihr da alles bis jetzt schon eingebaut habt. Ansonsten bleibt euch jetzt noch übrig, den Kanal zu abonnieren und das Video anzuschauen, wie ich die S51 neu aufgebaut habe. Und hier unten kommt ungefähr in einer Woche das Video hin, wie ich dann den elektronischen Tacho auch verbaue und wie ich das Ganze verkabel und auf was man da alles achten muss.